Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinas. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt oder vielleicht seid ihr auch zum ersten mit dabei und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. Ich habe mir gedacht, es wäre nochmal Zeit für eine Roomtour. Das heißt, eine Aquarientour. Denn es hat sich ja seit der letzten auf jeden Fall ein bisschen was verändert. Und es ist auch was dazugekommen. Ist auch was gegangen? Ich glaube nicht. Naja, auf jeden Fall, die Veränderung ist stetig und ja, deshalb habe ich gedacht, es wäre eine gute Idee, euch nochmal mitzunehmen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch am Schreibtisch gestartet. Also machen wir das heute wieder. Zuallererst mein kleines oder eins meiner Lieblingsaquarien, das pinke Aquarium. Ja, ich meine, erklärt es vielleicht auch von selbst, ja, alles ist nicht pink. Da wird auch noch mal eine kleine Umstrukturierung stattfinden demnächst, denn ich werde das Ganze ja sehr auf diese Pflanzen beschränken, die diese Farbe auch ohne CO2 mitbringen, also nur mit dem Licht, denn das funktioniert tatsächlich ganz gut, aber halt nicht mit allen Pflanzen. So, und um dem entgegenzuwirken, ja, werde ich mich halt auf die beschränken, die auch einfach mit Licht diese Farbe aufbringen. Und ja, zu dem Becken an sich. Es ist ein 17-Liter Becken. Es ist sehr, sehr klein. Und ja, läuft mit einem kleinen Rucksackfilter, mit einer Higgerlampe. Und naja, der Besatz sind meine Purple Metallic Garnelen. Das heißt, lilane Caridina, also Hochzuchten. Und ja, das ist auch soweit fertig. Also da wird nichts mehr an Tieren dazukommen oder so. Das ist hier der Hauptbesatz. Und ich kann euch sagen, Leute, es sind auch sogar Tragende dabei. Das heißt, ja, es wird demnächst spannend, wenn die ihre Jungtiere entlassen. Die Kameraperspektive jetzt mal ein bisschen verändert. Denn, Leute, das kennt ihr noch gar nicht. Das kennt ihr noch gar nicht. Es war auch ein Spontankauf, muss ich dazu sagen. Und da fällt mir ein, ja, hier ist ja sonst das Schreibtisch-Aquarium. Das ist jetzt woanders. Also es ist nicht weg, ja. Aber mir war aufgefallen, beim letzten Mal, im letzten Video, hatte ich ja dran gearbeitet. Und dann war mir aufgefallen, irgendwie ist das nicht mehr so ganz gerade alles. Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und dann habe ich sehr spontan entschieden, es kommt woanders hin. Ja, und dann war dieser Platz aber so absolut leer, dass ich mir dachte, nee. Also so geht's auch nicht. Ja, und jetzt ist das Konstrukt hier entstanden. Sehr schnell eingerichtet, denn ich hatte hier noch Solder. Ich hatte noch einen Filter da. Die Lampe habe ich mir abgezwackt, woanders. Und alles, was hier drin ist, hatte ich noch da, bis auf hier die schönen Zimmerpflanzen. Genau, und ich glaube, es hat 17 Liter. Läuft auch mit einem Rucksackfilter. Der Rucksackfilter ist tatsächlich offen. Ja, den habe ich offen gelassen, denn da kann man so gut diese Pflanzen reinstopfen. Das ist jetzt experimentell. Ja? Ob das funktioniert oder nicht, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr schön und ich finde, es gliedert sich auch perfekt hier in diese Schreibtischrunde. So. Besatztechnisch ist es halt noch am Einfahren. Ja, also das gucken wir mal. Caridina halt, ne? Weil es Soll drin und so. Und für Fische ist es zu klein. Deshalb der Plan, werden Caridina Garnelen sein, hätte das gedacht. So, dann zeige ich euch mal. Wir rutschen mal weiter. Kameraführung on top. On top. Ja, ich habe hier noch so ein paar Pflänzchen, aber wir könnten das auch mal so stellen. So ist eigentlich auch ganz cool, ne? Ich habe auf jeden Fall hier noch ein paar Pflänzchen in Wasser. Ob das was wird, das sehen wir dann. Also die hier ja auf jeden Fall.
Das wahrscheinlich auch, das weiß ich nicht. Und das ist Minze. Also das wahrscheinlich auch. So, als nächstes Aquarium kommen wir zu meinem Urwald-Aquarium. Das ist ein altes Zuchtaquarium von mir. Es hat ungefähr 27 Liter. Läuft auch wieder mit einem kleinen Rucksackfilter. Eine Lampe halt. Also eine unspektakuläre Lampe, die auch tatsächlich nicht viel Power hat. Das sieht man daran, dass hier ist zum Beispiel eine Pflanze aus dem pinken Aquarium. Die wird hier oben wieder grün. Also ja, so sehr unterscheiden sich die Lichter fürs Aquarium. Besatztechnisch habe ich hier drin einmal Burma-Stichlinge, die man nie sieht, und Blue Dream Garnelen, ja, also Neocaridina. Wir haben hier wieder ein altes Zuchtaquarium, läuft mit einem Eckfilter, ich glaube, es ist ein Hamburger Mannfilter oder so, oder nicht, keine Ahnung. Ja, ganz normale Aquariumleuchte, das Aquarium hat 80 Liter, passt perfekt auf so ein Kallax-Regal. Ja, läuft ganz normal auf Leitungswasser. Vom Besatz her sind hier, wie man unschwer erkennen kann, orangene Neocaridina-Garnelen drin. Plus Thylomelania in Orange und Albino. Plus deren Nachwuchs. Ja, also die haben sich tatsächlich gekreuzt. Das war so ein kleines Experiment von mir, ob sich diese zwei Thylomelania-Arten untereinander kreuzen. Und wenn ja, was rauskommt. Ja, und was ist hier noch drin? Ich glaube, Pianoschnecken. Ja, das war's. Ach nee, stimmt. Nee, Leute, Moment. Da sind noch, beziehungsweise da ist noch ein kleiner Reißfisch drin, der hier mal im pinken Aquarium zufällig geschlüpft war. Den, der ist auch noch hier drin. Der schwimmt da gerade. Da. Wie groß mag er jetzt sein? So 7 mm oder so? Ja, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen, bis er zu den Großen darf. Das Aquarium läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren mit den Thylos, trotz Pflanzen und so, läuft auch sehr, sehr gut. Aber ich fütter auch wirklich viel im Aquarium. Ja, dann haben wir hier Cube, No Name. Das, den habe ich auch schon ewig. Ich glaube, also der ist mit Sicherheit schon 8 Jahre da. Ja, der hat auch sehr viele Geschichten auf dem Buckel, also sehr viele verschiedene, was Thema Besatz angeht, Thema ja, Gestaltung, Aussehen, da ist schon einiges mit passiert. Läuft im Moment nicht im Leerlauf, aber es ist was mit geplant. Es läuft mit einem, ich glaube, Dennerle Eckfilter, ja, Dennerle Lampe, ist aber, meine ich, kein Dennerle Aquarium. Sonst wäre da ein Sticker drauf. Naja, es lief die ganze Zeit mit Blue Jellies. Die sind auch teilweise noch drin. Und Babalti Stripes, ja. Die sind noch nicht zu 100%, aber schon ein großer Teil ist umgezogen in ein anderes Aquarium. Und genau, deshalb hat das hier, so wie es jetzt ist, nicht so einen richtigen Sinn im Moment. Ne? Jetzt kommen wir mal zu einem Aquarium, was, glaube ich, derzeit meine größte Aufmerksamkeit bekommt, aufgrund des Besatzes. Denn das hier ist mein Medaka-Aufzucht-Aquarium. Auch wieder ein altes Zuchtaquarium, also aus der Garnelenzucht, habe ich das schon erwähnt, ich weiß es nicht. Genau, 27 Liter, läuft mit einer ganz normalen Lampe, einem Aqua-E-Filter. Ja, so viel zur Technik. Es ist auf jeden Fall, ja, mein Medaka-Aufzucht-Aquarium. Ich hatte ja vor einer Zeit mir Medaka-Eier gekauft und ja, als diese geschlüpft sind, habe ich die Fische in dieses Aquarium gegeben und es läuft sehr, sehr gut. Also ich kann wirklich, also ich bin richtig happy, weil macht halt auch Spaß, wenn es funktioniert, denn ich kenne auch die Kehrseite, wenn irgendwas nicht funktioniert und dann, ja, es ist sehr zufriedenstellend, dass alle so gut aufwachsen. Hier sind außerdem noch so ein paar Restgarnelen drin, also ein paar Neocaridina. Wie man sieht, halt auch ein paar Turmdeckelschnecken und Posternschnecken. Die sind auch, wie ich finde, sehr, sehr wichtig, denn hier wird einfach sehr, sehr viel gefüttert.
Ich futter im Moment dreimal am Tag Staubfutter, also so ganz feines Flockenfutter und auch ein bis zweimal Lebenfutter am Tag, kleinstes Lebenfutter. Ja. Und noch was ganz, ganz Neues hier in dem Aquarium. Es sind zwei Baby-Antennenwels hier drin. Ja, ich habe gestern ganz zufällig gesehen in meinem Dorfaquarium, in dem großen, dass da Antennenwels-Babys drin sind. Und ich war auch tatsächlich so ein bisschen überrascht. Also ich habe eine ganze Zeit lang gesehen, dass der Antennenwels in der Höhle war. Also wusste ich schon, okay, da steht Nachwuchs an. So, und dann vor einer Woche war er nicht mehr in der Höhle und ich habe mir gedacht, okay, schade, ja, dann scheint es nicht funktioniert zu haben mit dem Babyfischen. Aber dann heute, beziehungsweise gestern Abend, sind mir dann ein paar über den Weg gelaufen und dann habe ich natürlich versucht, ein paar rauszufangen, denn ich weiß nicht, ob die da in dem Aquarium großartig überleben werden. Da sind halt auch kleine Krebse drin, da kommen wir gleich zu. Deshalb habe ich immerhin zwei fangen können, einmal einen weißlichen und einmal einen rötlichen. Ja, und ich bin gespannt, wie die sich hier machen werden. Hier haben sie auf jeden Fall sehr viel Futter. Ja, das Aquarium macht sehr viel Spaß im Moment. Also geplant für das Aquarium ist nach der Aufzucht, also wenn die mit Dacker eine gewisse Größe haben, werden sie in ein anderes Aquarium kommen, was größer ist, wo auch schon ein anderer Babyfisch drin ist. Und genau, dann ist quasi dieses Aquarium wieder leer oder steht frei. Dafür habe ich mir schon überlegt, Thema Nachzüchten hier bei meinen Fischen ein bisschen was zu machen. Ja, ein paar Fische versuchen nachzuzüchten, dann in diesem Aquarium. Ne? Das ist jetzt quasi das feste Aufzucht-Aquarium, wenn man so mag. Herzlich willkommen zu meinem Dorfaquarium. Ich glaube, dieses Aquarium hat die meisten Kritiker und aber auch Befürworter. Ja. Damit habe ich mir schon sehr viel Kritik einfangen müssen. Die Grundidee dieses Aquariums war damals, quasi so ein kleines Dorf nachzubilden. Ich habe mich sehr schwer getan. Die Idee war da, die Umsetzung war ein bisschen schwierig. So. Es ist auf jeden Fall von der Länge her 1,5 Meter lang. Also es ist ein Aquarium, das habe ich anfertigen lassen. Von der Höhe müssten es, glaube ich, 30 Zentimeter sein. Und von der Tiefe. Leute, schießt mich tot, ich werde das euch hier einfach reinschreiben, ja. Es läuft derzeit mit zwei Lampen, das möchte ich für die Zukunft auch abändern, wieder eine Lampe hier drauf zu haben. Es war vorher mit einer, die ist kaputt gegangen. Naja, seitdem läuft sie halt mit zweien, das möchte ich aber umändern, ja, das stört mich schon sehr hier. Das Aquarium läuft außerdem mit zwei Rucksackfiltern, einer links, einer rechts, plus noch eine Strömungspumpe, ja, die habe ich jetzt zusätzlich noch dazu gepackt. Denn so richtig Strömung haben wir hier nicht. Und ich merke auch schon wieder, die hat sich schon wieder zugesetzt. Da plane ich auf jeden Fall eine andere Strömungspumpe reinzugeben. Genau, das Aquarium. Man sieht hier, ich glaube mittlerweile kann man es auch gar nicht mehr so gut erkennen. Es ist schon ganz schön zugewuchert teilweise. Hier befinden sich drei Häuschen und auf dieser Seite befinden sich nochmal drei Häuschen. Bin ich jetzt richtig? Sechs Häuschen? Ich glaube schon. Und in der Mitte haben wir eine Brücke. Ich habe damals das Glück gehabt, jemanden zu finden, den lieben Jörg, falls du das siehst, der mir diese Häuschen gebaut hat, ja, plus diese Brücke. Die Brücke war seine Idee, fand ich richtig cool. Wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen. Mir fällt auch gerade auf den Steinweg, den ich gelegt habe, der hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt. Müsste man vielleicht nochmal dran. Die Idee war von den Häuschen. Ein Steinweg runter, ja, umrandet habe ich das mit den kleinen Pflänzchen hier, einmal über die Brücke. Hier geht es dann weiter, hier hoch zu den anderen Häuschen. So war der Plan. Naja, aber es stört mich jetzt auch nicht so sonderlich. Ich mag das Aquarium sehr, sehr gerne. Es hat allerdings immer eine gewisse Grundbräune. Ja? Also so richtig gut, sage ich mal, gefällt es mir persönlich immer nach dem Wasserwechsel. Und dann stellt sich aber auch sehr schnell wieder diese Bräune ein. Ich schätze mal ja aufgrund des Holzes, was hier halt überall drin ist. Ist ja aber für die Fische ganz gut, also für die Lebewesen. Deshalb nehme ich das so hin.
Vom Besatz her habe ich hier Zebra-Bärblinge, Leopard-Bärblinge gemischt, ein Pärchen Killifische, Kablopes. Dann ist hier noch ein Schwung an Platys, das ist so ein Restbestand, ja, also früher lief das Ganze unter buntem Aquarium mit Platys, ja, und das sind quasi die Babys, die so übergeblieben sind. Ich hatte sehr viele Probleme mit den Platys, deshalb habe ich mich dagegen entschieden, aber ich habe mir gedacht, okay, die Babys, die sind nun mal da, wer erwachsen wird, wird erwachsen und naja, der darf halt hier bleiben, ne. Ansonsten haben wir hier noch einen Hexenwels drin, einen roten. Dann haben wir zwei rote Antennenwälze hier drin. Den einen kann man da gerade sehen. Dann ist hier ein Pastellgrundelpärchen drin. Ah ja, und zwei CBOs. Genau, also zwei Orangen- und Zwergflusskrebse. Ich wollte das Aquarium damals so ein bisschen in so einem gewissen Rot-Orange-Ton halten. Ich meine, klar, da fallen jetzt hier die Bärblinge raus, aber... Und ich sehe gerade, der Kamerad hier, da müssten auch noch ein paar andere drin sein, die Prachtflossensauger, die waren nicht immer hier drin. Also die sind von meinem anderen Aquarium, was im Moment im Leerlauf ist. Es wird halt komplett neu designt. Da muss erstmal eine Idee her und so. Das Aquarium läuft auf jeden Fall sehr stabil. Ich habe keine Probleme gehabt bis dato. Ich hatte mir allerdings mit den Leopard-Bärblingen, die ich mir mitgenommen habe, da war so ein, zwei, die waren krank, allerdings auch schon irgendwie so von Anfang an. Ja, aber ansonsten gibt es hier keine negativen Vorfälle oder so. Ich bin sehr zufrieden mit dem Aquarium. Als nächstes kommen wir zu meiner Fenster- oder zu meiner Aquarienfensterfront. ja, hier haben wir einmal das Neocaridina-Becken aus der Neocaridina-Reihe. Das ist auch ein altes Zuchtaquarium, auch wieder 27 Liter. Läuft mit einem Aquae-Filter, der sich so ein bisschen versteckt in diesem ganzen Gewusel da hinten. Und mit einer ja, ganz normalen Lampe, Aquarienlampe. Dann da unten haben wir so ja, ein kleines Projekt, ein technikloses Aquarium. Beziehungsweise Licht ist schon dran, ja. Aber ohne Filter, ohne Pumpe, ohne alles. Allerdings auch ohne Tier. Das heißt, Schnecken sind halt mehr oder weniger mit eingezogen, so zwangsläufig. Aber sonst ist halt nichts drin. Besonders an dem Aquarium ist halt sehr klein, es sind 5 Liter. Und das Besondere daran ist, ich habe es einmal fast komplett mit Silikon und... Ja, es ist Bodengrund, aber es sind im Endeffekt so kleine Steinchen. Flusskiesel, sagt man auch dazu, verkleidet. Ja. Und Leute, ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob ich das Ganze nicht eher als kleines Pflanzenaquarium bzw. Pflanzenterrarium nutzen möchte. Ja, also quasi ohne Wasser. Wäre auch mal irgendwie interessant. Steht aber noch ein Ständchen, weil die Abdeckung leider mal kaputt gegangen ist und die bräuchte ich dann vielleicht schon. Dann kommen wir zum nächsten Aquarium. Das ist einmal ein altes Dennerle-Aquarium. Das, ja, ist schon sehr alt. Ist, glaube ich, auch noch eine alte Generation. Das gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr zu kaufen. Und wow, wie viele Liter hat das? Ich glaube 55 oder 50, so um den Dreh. Steht jetzt auch noch nicht lange hier, seit 3 Wochen vielleicht oder 2. Und habe ich auch wieder mit Säuboden gearbeitet. Das heißt, es werden auf jeden Fall Caridina einziehen. Geplant waren so Caridina-Mischer, damit wir auch ein bisschen was nachwuchstechnisch zu gucken haben. Ja, dass es ein bisschen spannend ist. Hier ist das Besondere, hier habe ich tatsächlich mit Zierspargel gearbeitet, Leute. Im Internet stand, man kann das machen. So, jetzt probiere ich es einfach aus. Also ihr werdet schon merken diesmal, ich habe vieles im Testlauf. Ja, bevorzugt natürlich Aquarien, die nicht besetzt sind. Ja, um mich einfach auch selber weiterzubilden.
Erfahrungen zu sammeln, was geht, was nicht geht. Das Aquarium läuft wieder mit einem Rucksackfilter, diesmal allerdings ein größerer. Der ist auch eigentlich, glaube ich, für mehr Liter. Im Filter selbst habe ich auch noch mal Zimmerpflanzen drin. Einmal eine Marante und auch diese Palme, keine Ahnung, wie die heißt. Ja, so viel zu dem Aquarium. Läuft ganz gut, ist in der Einlaufphase. Sind keine Tiere drin, es wird auch noch dauern. Und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ach ja, geplant ist für das Ganze auf jeden Fall noch die rechte Seite mit Eleocharis auszukleiden. Also das ist mir noch zu kahl, da muss auf jeden Fall noch irgendwie was passieren. Genau, so ist der Plan. Hier befinden wir uns, ich glaube, in meiner Lieblingsecke, kann ich schon so sagen. Drei Aquarien. Auf der linken Seite sehen wir auch ein altes Zuchtaquarium tatsächlich. Allerdings 80 Liter. Und war damals zweigeteilt. Das heißt, ich hatte zwei 40er Würfelchen, auch zur Garnelenzucht. Ist jetzt quasi zweckentfremdet als ganz normales Gesellschaftsaquarium. Läuft auch mit einem Rucksackfilter, einem kleinen plus einem Aqua-E-Filter, also noch ein Innenfilter. Ist halt an sich etwas schwierig aufgrund der Lage. Ja, also ich hätte halt gerne einen großen Rucksackfilter gehabt, aber das ist, dafür müsste ich diese ganze Konstruktion hier weiter nach vorne ziehen und so. Ja, und da ist mir gerade nicht so nach. Deshalb läuft es mit zwei Filtern. Ja. Ihr seht das schon, vom Licht her hat das Ganze noch nicht so das beste Endergebnis. Ne? Ihr seht, das ist eine große Lampe auf drei Aquarien. Läuft so an sich ganz gut, ja, also ich kann mich nicht beschweren, aber das werde ich demnächst mit euch optimieren. Ja, es wird ersetzt gegen drei Einzelleuchten, damit das auch ein bisschen ordentlicher aussieht, ein bisschen schöner. Das große Aquarium, ja, ihr seht es, da habe ich sehr viel mit Anubien gearbeitet, mit Savannenholz. Besatztechnisch sind gelbe Garnelen drin, gelbe Neocaridina. An Fischen haben wir hier Kobutai und es sind auch noch zwei Antennenwälze drin. Ich glaube, es ist die goldene Variante, ist auf jeden Fall so beigefarbend. Ist deklariert als mein gelbes Aquarium aufgrund der Garnelen, ja. Ja, ob der Name jetzt noch so passend ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsaquarien, weil es läuft problemlos und es gefällt mir einfach sehr gut vom Aufbau her. Kommen wir zu dem mittleren Aquarium. Ist auch tatsächlich wieder ein altes Zuchtaquarium. Also die findet ihr hier häufiger, aber ich glaube, es ist jetzt auch... Nee, es ist noch nicht das letzte, okay. Ja, das ist derzeit ohne Filter. Ich musste nachbestellen, weil ich da einen Filter wegnehmen musste, weil ich woanders dringender gebraucht habe. Aber der neue müsste eigentlich heute kommen. Das Aquarium, wie gesagt, hat 27 Liter, läuft auch auf Säul. Das heißt, also als allererstes, hier sind keine Tiere drin, ja. Es ist auch wieder experimentell mit den Zimmerpflanzen, die ja, ich da reingetan habe. Es ist einmal Efeu, das andere, Leute, kann ich euch nicht sagen, leider. Ich könnte mir vorstellen, dass das linke nichts wird. Bei dem rechten, bei dem Efeu habe ich schon, sind die Aussagen sehr unterschiedlich. Ich habe gelesen, es funktioniert sehr gut. Ich habe gelesen, funktioniert nicht. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, da sind keine Tiere drin, das werde ich jetzt einfach mal testen. Das Ganze ist jetzt seit ein paar Tagen so, also es hat sich jetzt noch nicht ins Negative verändert, ja. Genau, ja, das ist auf jeden Fall eine Einfahrphase. Es wird auch aufgrund des Efeus erstmal eine lange Zeit so bleiben. Und dann schauen wir mal, ne? Besatztechnisch war höchstwahrscheinlich auch wieder Caridina Hochzuchten geplant. Der Gegenspieler hierzu, das sind Crazy Blue und hier hatte ich mir schon mal vorgestellt, Crazy Red Garnelen einziehen zu lassen. Wäre so eine Idee. Mal gucken, wie sich das dann entwickeln wird. Dann haben wir zu unserer rechten, quasi das letzte Aquarium dieser Reihe,
Das damalige Instagram-Aquarium, das habe ich so genannt, weil ich das in beziehungsweise auf Instagram live eingerichtet habe, in einem Livestream, und die Community so gesehen die Möglichkeit hatte, ja, aktiv beizusteuern, ne? Mir zu sagen, nee, mach das lieber so und so. Ich finde, das Aquarium hat sich richtig gut entwickelt. Läuft jetzt auch schon eine ganze Zeit. Es sind Crazy Blue Garnelen, wie eben schon erwähnt, hier eingezogen. Auch jetzt schon eine längere Zeit drin. Und ja, läuft sehr stabil, das Aquarium. Hat gar nichts auszusetzen. Den Garnelen geht es sehr, sehr gut, sind auch schon gut gewachsen. Also ich hoffe, dass wir dann vielleicht demnächst auch mal Nachwuchs haben werden. Ja, es ist so ein Standard 25 Liter Aquarium, läuft auch mit einem Rucksackfilter. Tatsächlich aber mit einem anderen, also der ist jetzt quasi versuchsweise hier drin. liegt daran, weil es den ich sonst immer hole, gab es halt nicht mehr. So, dann musste ich was anderes ausweichen. Aber der ist super, ich finde, glaube ich, fast sogar noch besser. Aber wir schauen mal. Ja, gut. Licht, brauche ich nicht viel zu sagen, das wird noch ausgebessert. Ja, Leute, willkommen in meiner Küche. Das tut mir jetzt leid, wegen dem Gegenlicht bin ich einfach sehr schlecht zu sehen gerade. Auf jeden Fall, meine treuen Follower werden jetzt erkennen, da ist es hingewandert. Das ist Schreibtisch-Aquarium, ja. Das ist mein altes Schreibtisch-Aquarium, ja. Steht jetzt in meiner Küche, ja, aber ich finde es ehrlich gesagt ganz cool. Also mir gefällt es richtig gut. Und ich hatte eine verrückte Idee, und zwar dieses Aquarium auch wieder mit Pflanzen zu betreiben, die quasi ja oberhalb des Aquariums leben. Und ja, habe mich so ein bisschen informiert und Thema Kräuter, ja, habe ich mich dafür entschieden, das Ganze auch so ein bisschen ja, als Kräuterbar zu nutzen. Ja, bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Aquarium hier. Oh, ich kann euch gerade gar nicht sagen, wie lang das ist. Ich glaube 1,15 oder so. Ja, das ist eine komische Länge. Es war halt auch damals, habe ich es anfertigen lassen für den Schreibtisch. Das ist also passgenau für den Schreibtisch gewesen. Es hat gar nicht so viele Liter. Also ich glaube, es sind 60, 70 Liter oder so. Aber es hat natürlich ja, aufgrund seiner Länge für die Fische doch ja, auch recht viel Schwimmraum, was es gibt. Es ist ein sehr schmales Aquarium. Ich glaube, wir haben da 15 cm. Und ja gut, von der Höhe sind es 30 oder sind es 40. Ich werde euch das wieder reinschreiben. Genau. Als Besatz habe ich hier einmal ganz viele Neocaridina-Garnelen total gemischt. Dann haben wir hier 10 Reisfische und 6 Ringelhechtlinge. Die Ringelhechtlinge würde ich eigentlich gerne aufstocken, traue mich aber nicht. Aufgrund gewisser Erfahrungen, die ich gemacht habe. Deshalb ja, wäre die Idee, die dann im nächsten Projekt vielleicht dann selber nachzuzüchten. Da wollte ich euch ja dann auch mitnehmen. Ja, was kann ich noch sagen über das Aquarium? Es läuft mit einem kleinen Aqua-E-Filter. Hier sind auch noch, ist jetzt ein bisschen versteckt, Sauerstoff hinten im Aquarium, weil der Filter, nun ja, schafft es halt nicht bis ganz hinten. Und dann finde ich das halt wichtig, dass da noch ein bisschen Sauerstoff in der Ecke hinten drin ist, so ein bisschen als Ausgleich. Die Fische fühlen sich auf jeden Fall sehr, sehr wohl. Also so wie es jetzt ist, ist es schon lange. Und es ist auch noch kein Tier gestorben oder dass ich irgendwie den Eindruck habe, es geht ihnen nicht gut oder so. Ja. Ich finde auf jeden Fall eigentlich gar nicht schlecht, dass es jetzt in der Küche steht. ja, hier sind wir bei meinem ersten Küchenaquarium. Also das ist zumindest das erste, was ich mit euch teile. Ja, damals hatte ich schon öfters Küchenaquarien.
Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht noch Bildermaterial von habe. Es ist auch ein sehr cooles Aquarium. So ähnlich wie das Schreibtisch-Aquarium, nur länger und nicht so hoch. So, hier haben wir auf jeden Fall ja mein kleines Buzephalandra Sammel oder ja doch Sammelaquarium. Läuft auch wieder auf Säule. Hier sind auch schon Garnelen drin. Hier leben Taiwaner drin, also quasi Caridina hochzuchten. Ja, wie der Name schon vermuten lässt, ist es quasi mein Aquarium, wo ich verschiedene Buzephalandra sammle. Bis dato sind ja so keine Raritäten dabei. Ja, also hält sich alles noch in Grenzen. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob ich es noch zusammenkriege, was hier drin ist. Also das ist die Taya. Das ist, glaube ich, die Aquatica oder Aqua, ja, irgendwie so. Das ist die Velvet Tree Color. Hinten. Oh, da fängt es jetzt an. Naja, auf jeden Fall ist hier noch eine Katharina. Und das ist eine, die habe ich schon sehr lange. Da weiß ich ehrlich gesagt so gar nicht, was es ist. Ja. Es läuft auf jeden Fall mit Taiwaner Garnelen, habe ich ja schon gesagt. Ja, und halt mit Schnecken, die so halt, ne, durch die Pflanzen dazugekommen sind. Die habe ich jetzt nicht extra reingepackt. Hier ist zum Beispiel Posthandschnecke. Genau, vom Filter her haben wir auch wieder einen ganz normalen, langweiligen Rucksackfilter, wie immer. Und das ist eine überdimensionale Aquariumleuchte. Ja, das finden Garnelen auch so richtig scheiße. Also wenn ich die anmache, dann sind die Garnelen meistens verschwunden. Ja, jetzt überlege ich halt schon, okay, ob ich da nicht noch umswitche. Wobei es halt so, wie es ist, an sich ganz gut läuft. Ich habe das Licht auch nicht lange an. Ich glaube, dann hätte ich hätte eine Menge Algen drin. Das Besondere an dem Aquarium ist vielleicht, das ist, man sagt auch Pool-Aquarium zu dem Ganzen, ist von der Länge her 60 cm lang, 20 cm hoch und 20 cm in der Tiefe. Ja. Ich finde diese Maße so genial. Also die gibt es auch noch mit 80 cm Länge oder 100 cm Länge. Ich glaube 100 ist so das Größte und halt auch da noch kleiner. Aber ich finde, es lässt einfach so viel Spielraum für Gestaltung und das ist halt etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Und da konnte ich mich hier auf jeden Fall sehr gut ausleben. Noch etwas Besonderes an dem Aquarium ist vielleicht, dass ich die ganze Hinterwand mit Silikon und Lavabruch beklebt habe. Das habe ich bei mehreren Aquarien schon gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Finde ich, ist halt was anderes als wie so eine Standardrückwand. Es ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsaquarien, habe ich ja schon gesagt. Hallo? Ich bin auch noch da. Ja, es läuft ganz gut. Und ich habe gesehen, hier sind auch schon Tranggarnelen drin. Schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Ich bin nur ein bisschen, wie gesagt, irritiert, dass die Garnelen das Licht nicht mögen. Es ist irgendwie ein bisschen blöd. Deshalb sieht man jetzt auch gerade keine. Naja. Aber sonst gefällt mir das Aquarium sehr, sehr gut. Und es läuft auch stabil. Habe ich so nichts dran auszusetzen. Und ja, was die Zukunft angeht, habe ich euch ja eigentlich gesagt, ne, es werden immer mal wieder Buzephalandren dazukommen. Vom Besatz her wird es so bleiben. Da kommt jetzt auch nichts dazu. Ich hatte zeitweise mal die Idee, da vielleicht Burma-Stichlinge dazuzusetzen. Das würde halt von den Wasserwerten ganz gut passen und auch von... naja, von der ganzen Struktur des Aquariums, die hatten wirklich unwahrscheinlich viele Versteckmöglichkeiten und durch die Garnelen auch regelmäßig Lebenfutter. Aber da ist halt die Frage, möchte ich das wirklich, dass mir die Garnelen weggefuttert werden? Ich weiß es nicht. Zumal ich die Burma-Stichlinge wahrscheinlich sowieso nie sehen werde. Ja, naja, war mal so ein Zwischengedanke von mir, aber... Mal schauen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und ihr konntet vielleicht für euch Ideen mitnehmen. Ja, sei es Gestaltung, sei es Konstruktion irgendwie oder vielleicht lasst ihr euch ja auch mal Aquarien anfertigen. Es ist wirklich mega, mega cool. Ich mache das so gerne. Es ist auch einfach was Besonderes, ja, wenn man sich nicht so ein Standard-Aquarium hinstellt, sondern wirklich nach Möbelstück, nach Idee das Ganze
ja, herstellen lasst. Und ach, ich weiß auch nicht, da gibt es so viele Möglichkeiten. Das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ja, hoffe, dass ihr euch da so ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich bin immer offen für Vorschläge, Ratschläge, Ideen, wie auch immer. So, ich glaube, ich bin jetzt auch wieder raus. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und wünsche euch ein paar schöne Tage. Habt eine schöne Zeit und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So go ahead and leave it.